Was spannt man denn? Keine Ahnung. Ich glaube. Ja, so kann man immer bannen. Kann auf jeden Fall mal den Affen hier. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich habe zwar schon Spiele gegen Yasuos, gegen, also ich habe eigentlich Spiele schon gegen fast alles, was mich countert, gewonnen. Nur gegen einen einzigen, was mich countert, habe ich noch nie gewonnen. Und das ist ein Na? Talon in der Mitte. Auch wenn ich ihm die ersten 6 Level dominiert habe, spätestens am Level 6 war ich generell tot gegen den. Keine Chance mehr. Ich gehe mal ja so. Mach das, den will ich mir auch demnächst kaufen. Bis 1300, ne? Keine Ahnung. Kauf mir die Champions immer direkt. Ich habe keinen Plan mehr, was die kosten. Doch, ich denke, das waren 6300er Champ. Soll ich lieber schreiben, bevor Brand einloggt, weil er will jetzt mit dir gehen? Ich weiß, ich kann auch top gehen, ne? War das jetzt ein Ranked oder ein Unranked? Ranked. Ja, so Okay, top geht halt Ranked. auch. Muss halt irgendwas tankiges im Jungle sein nachher. Oder Support. Wir brauchen einen Tank, der vorne drin steht. Jo. Perfekt. Oh, nice. Ja, ich sehe die Dings hier. Ich sehe die gegnerische Toplane nicht, deswegen, Botlane deswegen, vorsichtig halber. Das Geile ist halt so an Yasuo, also ich sag mal so, auch wenn ich reinfeed am Anfang oder wenn ich jetzt so eine Lane nicht so dominieren sollte, wird man, also später im Late Game ist es halt wichtig, wenn du CC hast, ne? Wenn ich den Q vorbereite und da reinballer, wenn alles CC ist, ist halt echt geil, dann schon oft aufgefallen. Wenn du kein CC hast und nur am Chasen bist, so, dann ist Yasuo ziemlich nutzlos. Ich habe komischerweise mein letztes Top-Game mit Mao, mit Mao, mit Malphain gewonnen. Also unglaublich, ich habe noch gemeckert, weißt du, lass mich nicht Top-Game, ich fiege so extrem, ich bin extrem schlecht auf der Top-Lane, ich heule nicht rum und bla, und hast du nicht gesehen. Top-Lane, ersten Gank gekriegt, habe ich First Blood gemacht und seitdem, ja. Was habe ich gespielt gehabt, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, doch, ich glaube gegen Olaf. Der hatte dann so keine Chance mehr. Das war so böse. Ich war echt positiv überrascht. Das Geile, ich habe 3 Packungen Q-Tips liegen mit dem Q-Tip. Das bedeutet, heute Abend wird abgerissen. Aber volle Bude, Chips voll gefressen. Kennst du das? So Fressflash, ohne was zu kiffen. So wie einfach nur so den Wanst voll haust und einfach nur noch liegst und stirbst. Habe ich quasi jeden Tag.
Such mir jetzt einen. Such mir jetzt einen Clan. Vielleicht finde ich ein paar Star Wars, StarCraft-Freunde. Oh, André sucht Freunde. Ja. Dann habe ich den Top. Reis. Ritze. Hexe dürfen sich wieder ritzen in Legion, ne? Mehr Damage zu machen. Wie das denn? Keine Ahnung, gibt voll eine Fähigkeit irgendwie. Fügst du selbst Schaden zu, machst du mehr Schaden. Paladins Heals machen das auch so. Die ritzen sich und heilen damit andere. Bringt mir ja trotzdem nichts. Klar, du ritzt dich und. Ja, weil wir keine Zeit haben zum Zocken, bringt mir das auch nichts. Naja, ist ja noch ein Dreivierteljahr hin, ne? Oh, eine Annie auf der Top-Lane mag ich ja gar nicht. Gehe ich dann Full Engage auf Annie oder auf Trist? Ich würde sagen Annie, weil die kann nicht wegspringen. Blöde Kalister. Annie, kein Flash mehr. Nice. Lol. Wieso hab ich denn den Doppelkill gekriegt? Oder nicht? Ja. Passiert. Nein. Der Lee ist gut, Mann. Scheiße. La 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 la.
erste paar Wochen, die ich mir nicht mehr gekauft habe, zweimal gespielt habe und dann nie wieder angerührt habe. Obwohl die eigentlich recht gut ist. Ja, ich hab die auch mal eine Zeit lang gespielt. Oh, komm schon, ein Creep, dann bin ich Level 6. Lange keine Leo mehr gespielt, war jetzt noch ein bisschen ungewohnt. Stehst du aber 3-0. Schön Tanky Jo. bauen einfach, fertig. Er liegt daran, dass die Annie dumm ist wie Brot. Lieber dir oben. Ich trau mich noch nicht, Tower zu diven nach Level 7. Weichei.
Oh, Idiot, Kalista, ey, ich glaub's nicht. Meine Güte nochmal. So, alles gut, Mann. Aber du hast recht. Du hast recht, der Sieg ist gut. Ja, so scheiße ist er eigentlich echt nicht, ey. Nee, der hat sich richtig hops genommen. Ist vor mir davon gelaufen, hat dann hinter mich sofort oder schräg von mir ein Ward gestellt und ist dann sofort hingedasht. Und hat Kalista dann mit dem Q erwischt. Nach 14 Minuten steht die Ani 06. Oh Mann. Anis war in der Mitte, kommt hoch zu dir. Wer? Ani. Ach, Lee ist auch da.